Einen schönen guten Tag. Entschuldigt bitte die Verspätung. Wir begrüßen euch mit dieser kleinen Verspätung zur Pressekonferenz vor unserem Bundesliga-Auswärtsspiel bei der Eintracht aus Frankfurt. Ich begrüße unseren Trainer Lucien Favre und Sportdirektor Michael Zorc und bitte um eure Fragen. Thomas Hennecke macht den Anfang. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Herr Favre, gleich zu Beginn die vielleicht drängendste Frage, die uns vermutlich alle am meisten interessiert. Wie geht es Mats? Besteht eine Chance, dass er spielen kann am Samstag? Und gleich die Anschlussfrage dazu, falls das nicht gehen sollte, trauen Sie dann Axel Sagadou nach, ich glaube, inzwischen 4 Monaten Pause wieder einen Startelf-Einsatz zu? Ja, ich bis jetzt die News über Mats Hummels sind gut. Es war ein Schlag, harter Schlag. Und wir werden sehen heute, ob er spielen kann. Wir können jetzt, ich kann das nicht sicher sagen. Und wir werden sehen. Wir haben mehrere Spiele angeschlagen und wir werden heute sehen, vor dem Training schon oder nach dem Training, ob sie definitiv spielen können. Zu Sagadou bitte. Zu Sagadou, es ist eventuell ein Thema, ob er seit 6 Monaten nicht mehr gespielt hat. Aber eventuell, wir werden sehen, er konnte eventuell auch anfangen. Danke. Tobias Jören, bitte. Hallo auch von mir. Ich würde daran einmal anschließen, Herr Favre. Es sind ja neben Mats Hummels auch noch ein paar andere Spieler angeschlagen. Sie haben es gerade angesprochen. Können Sie uns einmal sagen, wer alles fraglich ist für Frankfurt und bei wem Sie Hoffnung haben, dass es reichen kann für einen Einsatz am Samstag? Ja, wir haben mehrere Spieler, die angeschlagen sind. Ich will das nicht gern sagen, aber weil es ist eine Info für unsere Gegner. Aber Haaland fällt definitiv, ja klar, und bis Anfang Januar, wie unser Doc gesagt hat. Und Thomas Delaney ist definitiv da und wir haben ein paar Fragen definitiv über, ja, kann Emre Can auch spielen und so weiter. Und wir werden sehen, weil ein paar Spieler waren sehr, sehr müde nach dem Spiel. Und es ist kurz, 2 Tage nachher. Wir müssen wieder spielen und deshalb kann ich nicht klar sagen auch. Anne von Eickels. Eine Frage an beide. Nach der Niederlage gegen Köln und dem Unentschieden, wollte ich fragen, was erwarten Sie denn jetzt von der Mannschaft? Spielt an. Wir haben letztes Spiel gegen Lazio. Wir haben uns qualifiziert für die Champions League. Wir sind schon qualifiziert nach 5 Spielen. Und vor ein paar Wochen, es war 3-1 in Lazio. Wir haben die Situation ganz geändert. Wir sind qualifiziert. Wir wollen weiter. Aber das nächste Spiel ist schon Dienstag in Champions League. Und wir wollen weiter Spiel für Spiel nehmen. Natürlich, du spielst die Champions League oder Europa League und du spielst nachher 2-3 Tage. Es ist nicht einfach, aber wir wollen uns gut vorbereiten für das Spiel in Frankfurt, weil es nicht einfach ist, dort zu gewinnen. Aber wir müssen weiter nach vorne schauen und positiv Gedenken haben. Wir haben 1-1 gegen Lazio, es sollte 1-0 sein. Deshalb waren wir ein wenig geärgert am Ende wegen einem unexistent Penalty. Und deshalb, das war der Grund. Jesper von Eichmann für Sky Sport News. Michael, was erwartet er von der Mannschaft jetzt für die Bundesliga? Anne, Entschuldigung, Anne. Anne, das ist ganz einfach. Wenn man Fußball spielt, will man gewinnen, sonst kann man es direkt sein lassen. Und wenn wir jetzt heute Abend, wenn die Spieler in den Bus steigen, über die A45 nach Frankfurt fahren, dann fahren wir dahin, um zu gewinnen. Das ist doch ganz klar. Wir haben gegen Köln Punkte abgegeben, die wollen wir uns möglichst wiederholen.
Und bezüglich der Champions League sehe ich es wie der Trainer. Wir sind nach dem 5. Spieltag qualifiziert. Aber wenn wir dann im Flieger sitzen am Montag nach St. Petersburg, dann wollen wir auch dort gewinnen, egal welche Mannschaft spielt. Und das ist der Charakter. Die Ambition haben wir, die müssen wir auch haben. Und du kannst dort weiter. Wir sind Erster in der Gruppe, das wollen wir weiterbleiben. Wir wollen immer gewinnen. Manchmal, wir müssen uns manchmal einen Punkt machen. Ja, wir wollen zu viel und viele wollen zu viel. Und ein Punkt manchmal ist gut. Ich spreche nicht von Dienstag. Ja, wir sprechen insgesamt so. Ja. So, jetzt aber Jesko von Eichmann, Sky Sport News HD. Bitte schön, Jesko. Herr Favre, Haaland fällt aus. Welche Perspektive eröffnet das Moukoko? Sie haben bisher sehr dosiert ihn eingesetzt. Hat er Chancen auf mehr Einsatzzeit jetzt? Ja, noch einmal, wir werden sehen. Nicht vergessen, er ist 16 und natürlich, er ist gut. Man hat das schnell gesehen, aber wir haben auch andere Möglichkeiten vorne, auch mit ohne Erling Haaland. Und wir werden sehen. Bijan Jakobi, bitte. Bijan, wir hören dich nicht. Ah, ich hoffe, es klappt jetzt. Ja. Ja, ich habe eine Anschlussfrage zu Youssoufa Moukoko. Herr Favre, auf welcher Position sehen Sie? Sehen Sie ihn ausschließlich im Sturmzentrum oder könnten Sie sich vorstellen, ihn auch vielleicht mal am Flügel einzusetzen oder als hängende Spitze? Ja, ich sehe ihn mehr im Zentrum mit zwei Stürmer oder 9,5 oder so. Aber wie gesagt schon, wir haben auch andere Optionen hier, aber es ist möglich. Ich weiß noch nicht. Man muss sehen, wer kann definitiv spielen, wer kann definitiv nicht spielen, um den Kader aufzubauen für Frankfurt. Sebastian Kolzberger von der Bild. Herr Favre, daran angeschlossen. Trauen Sie es denn Youssoufa Moukoko zu, dass er von Beginn an spielt? Jetzt in der Champions League saß er ja auf der Bank, zwei Kurzeinsätze und wie Sie vorhin auch schon gesagt haben, gegen Köln hat er es ja auch angedeutet. Wäre er in der Lage, von Beginn an zu spielen? Ja, ist eventuell, aber wie ich habe Ihre Kollege jetzt gerade gesagt, wir werden sehen, wir haben auch andere Möglichkeiten und er ist nur 16 und er hat Zeit, aber er hat wie viel Mal mit uns schon gespielt? Ja, zwei, dreimal. Er ist gut angekommen und er hat sofort sich gezeigt als falscher Stürmer oder zweiter Stürmer und er hat das gut gemacht bis jetzt. Sven Westerschulze von der Sportbild. Ja, hallo in die Runde. Lucien, Sie haben nach dem Spiel am Mittwoch gegen Rom gesagt, wir müssen uns nicht unterschätzen, aber wir müssen aufhören, uns zu überschätzen. Können Sie einmal erklären, was Sie damit genau gemeint haben? Es war klar für mich. Wir erwarten, dass wir 3-4-0 gegen Lazio gewinnen. Und es ist immer schwer gegen Lazio, wenn du 1-0 gewinnst, du kannst zufrieden sein. Und ich war ein wenig geärgert, weil sie machen die 1-1 und es ist absolut kein Tor, kein Penalty. Und ohne das, wir gewinnen 1-0 und sind alle zufrieden. Nur das. Thomas Hennecke. Ich hätte eine Frage an Michael. Michael, wir haben alle in den letzten Tagen, wir, meine ich, uns Journalisten, wir haben Planspiele angestellt, wie Erling Haalands Ausfall zu kompensieren ist. Niemand von uns hat bisher, jedenfalls in den Texten oder Filmen, die ich gesehen und gelesen habe, den Herrn Renier auf der Rechnung. Zuletzt war zu lesen, dass man in Madrid sehr unzufrieden ist, dass er so geringe Einsatzzeiten hat, dass darüber nachgedacht würde, ihn vielleicht sogar zurückzuholen, sofern so etwas überhaupt vertraglich möglich ist. Wie ist sein Standing im Moment bei euch? Und gibt es diese Planspiele, diese zweijährige Leihe vielleicht deutlich zu verkürzen? Mhm. Gut. Im Moment ist es ja noch so, dass er nicht bei uns im Training ist.
Grundsätzlich haben wir diese Überlegungen nicht, die Leihe zu verkürzen. Er hat keinen einfachen Start gehabt. Er kam aus einer mehrmonatigen Zeit, in der er nicht gespielt hat, nicht regelmäßig trainieren konnte. Und dann jetzt eben auch mit der Covid-Infektion ist er nochmals zurückgeworfen worden. Also wir haben da auch die Geduld, deshalb machen wir auch in solchen Fällen eine zweijährige Leihe und nicht nur eine. Das wäre dann in der Tat grenzwertig. Wir haben die Geduld mit ihm und ich hoffe, er hat sie auch. Anne van Eickels. Eine Frage an Lucien Favre. Herr Favre, beim BVB ist eine englische Woche nach der anderen. Die Frankfurter haben so ein bisschen Pause. Wo liegen eigentlich die größten Vorteile, wenn man sich gezielt auf so ein Spiel vorbereiten kann? Und wie sehen Sie das? Wie schätzen Sie das ein? Wie groß ist da der Vorteil? Ja, Sie wissen, dass wir dreimal pro Woche spielen und natürlich sind bereit, sagen, oh, wird schwer, aber das ist ja, die Mannschaft ist vielleicht ein wenig müde oder physisch oder im Kopf so, aber es wird nicht der Fall sein bei uns. Tobi Jören. Auch eine Frage an Herr Favre. In der vergangenen Saison mussten wir häufiger über das Thema Auswärtsschwäche sprechen. Jetzt hat Ihre Mannschaft von den letzten 10 Bundesligaspielen 9 gewonnen. Allerdings die letzten 6 in Frankfurt nicht. Vielleicht die Frage, woher kommt die neue Auswärtsstärke? Und angeschlossen daran, was macht es in Frankfurt so schwierig zu gewinnen? Ja, ich wusste nicht über diese Statistik. Zum Glück, das ist gut, dass wir 9 mal auf 10 Spiele gewonnen haben. Wir müssen weiter so. Frankfurt, klar, ist schwer zu spielen. Wir wissen das. An die letzte Saison, was haben wir gemacht dort? 2-2 und 2-2 noch einmal, oder? Sie wissen? Weiß nicht. Ja, es war 2-2 und das ist nicht einfach. Sie haben Sie haben viel Unentschieden gemacht bis jetzt in die neue Saison, aber Frankfurt ist ja sehr, sehr gefährliche Mannschaft. Ich weiß nicht, ob es zu tun hat mit Coronavirus oder nicht. Ich denke nicht. Das ist so und wir haben das gut gemacht. Es liegt manchmal nicht viel und das hat gut geklappt bis jetzt. Sven Westerschulz. Herr Zorc, eine Frage an Sie. Jadon Sancho war in den letzten beiden Jahren jeweils Topscorer des BVB. In diesem Jahr erst in 12 Pflichtspielen nur 3 Tore erzielt, in der Bundesliga bislang noch gar keins. Was glauben Sie, was fehlt ihm bislang in dieser Saison? Woran hapert es noch? Ist es vielleicht diese Leichtigkeit, die ihm abhanden gekommen ist durch diese permanenten Gerüchte auch im ganzen Sommer? Oder wie schätzen Sie seine Situation gerade ein? Ja, er ist, glaube ich, und das kann man sehen, auf der Suche nach seiner Bestverfassung. Ich finde ihn bemüht, wenn er spielt, wenn er reinkommt. Er will es fast erzwingen wieder, dass er diese alte Leichtigkeit hat und die Automatismen hat und Jadon ist ein Spieler, der redet ja nicht viel, sondern der wird am Ende wird's immer eine Antwort auf den Platz geben. Und ob das jetzt morgen in einer Woche oder wann passiert, das weiß ich nicht, aber es wird passieren. Björn Penno. Frage an Trainer Lucien Favre. Erling Haaland fällt ja leider aus, wie wir alle wissen. Wie wollen Sie denn die durch ihn fehlende Durchschlagskraft, vor allem im Sturm, jetzt dann ersetzen? Ja, wir haben mehrere Lösungen, aber er ist nicht der Durchschlagskraft von Erling Haaland natürlich. Es ist anders und wir werden sehen und wir werden eine gute Lösung finden. Ich weiß noch nicht jetzt, wer
wird am Morgen Stürmer oder als wir spielen mit zwei Stürmern, weiß ich noch nicht. Wir müssen aufwarten, weil wir haben ein paar unschlagene Spieler. Reaktivieren, aber den Plan haben wir verworfen. Das Knie. Das Knie. Aber wir haben es probiert. Jesko von Eichmann. Eine Frage hätte ich an beides. Der Restart hat auch 5 Auswechslungen in der Bundesliga mit sich gebracht. Wie fällt Ihr Fazit bisher aus? Wie sehr hilft Ihnen das? Wie sehr hilft das vielleicht auch tatsächlich mal jüngeren Spielern mehr zum Einsatz zu kommen insgesamt? Wie zufrieden sind Sie mit den 5 Auswechslungen? Ich finde sehr gut. Ich finde das momentan sehr, sehr gut. Sehr, sehr wichtig, dass wir müssen rotieren, weil es ist nur sehr schwer, 3, 4 Spiele, 5 Spiele nacheinander zu machen. Und wir können auch die Spieler bringen. Man sieht, viele Spieler haben nach 60 Minuten, 70 Minuten Krämpfe auch. Das ist wichtig, dass wir das machen können. Ich finde sehr, sehr gut diese Idee. Sehr, sehr gut. Ich finde es auch sehr positiv. Es hilft den Trainern, die Belastung besser zu verteilen. Und das ist ja nicht aus Spaß eingeführt worden, sondern da hat sich man ja wirklich endlich mal was bei gedacht. Man hat dadurch die Möglichkeit, vielleicht auch mal schneller zu wechseln, weil man nicht Angst hat, dass das Kontingent dann ausgeschöpft ist frühzeitig. Also mehr Spieler kommen zum Einsatz, sind dadurch vielleicht auch ja, weniger Unzufriedenheit im Kader. Also ich sehe da momentan auch unter diesen besonderen Bedingungen, die wir haben, nur positive Aspekte. Eine ganz kurze Nachfrage hätte ich noch, Sascha. Ist das dann auch ein Konzept, was Sie auch, wenn wieder eine gewisse Normalität eintreten sollte, weiter verfolgt werden sollte? Ja, dann müssen wir uns dann auch in der Liga dann nochmal abstimmen und absprechen. Würde ich jetzt noch nicht endgültig grünes Licht geben. Gut. Und die abschließende Frage kommt von Bijan Jakobi, bitte. Bijan, bei dir greifen die Automatismen noch nicht so richtig, aber wir sind optimistisch. So, ja, ich muss mich noch dran gewöhnen, Entschuldigung. Ja, meine Frage an Michael Zorc, und zwar geht es um Ansgar Knauf. Sie haben ihm einen Profivertrag gegeben bis 2023. Würde ich Sie bitten, vielleicht kurz ein bisschen was über Ansgar Knauf zu erzählen. Was zeichnet ihn aus? Was sind seine Qualitäten und was war der Anlass, ihn mit einem Profivertrag auszustatten? Ja, Ansgar ist ein vielversprechender Junge, der jetzt den Weg durch unsere Jugend gelaufen ist und im nächsten Sommer ja dann Senior wird. Welche Qualitäten hat er? Ich finde, er ist sehr, sehr dribbelstark und hat eine enorme Schnelligkeit. Und das sind einfach dann auch Eigenschaften, die es heute besonders auf den offensiven Außenbahnen benötigt. Und ich glaube, dass seine Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist. Und für ihn geht es dann erst richtig los. Das ist jetzt nicht, wenn er einen Profivertrag hat, dass er fertig ist mit seiner Entwicklung und weniger machen kann, sondern es geht jetzt erst richtig für ihn los. Dann auch mit den Profis seinen Weg zu gehen und sich weiterzuentwickeln. Aber er bringt sehr, sehr viel mit, sehr, sehr gute Eigenschaften mit. Vielen, vielen Dank, Bijan. Vielen Dank euch allen und den beiden Herren auf dem Podium. Quält euch alle sicher über die Baustellen der A45. Da sehen wir uns morgen in Frankfurt wieder. Bis dann. Tschüss.